Wusel ist auf Geistersuche. Er ist überzeugt davon, dass es hier irgendwo einen echten Geist gibt. Er hat sich richtig gegruselt. Ja, irgendwie müssen wir mit dem Geist Kontakt aufnehmen und mit ihm sprechen. Oh, was sprechen Geister denn so? Geistisch? Ja, ich hab's, ich weiß, gespenstisch. Du lachst, während dein bester Freund von einem Geist bedroht wird. Hier. Wörterbuch Deutsch, Geist, Geist, Deutsch. Was wollen wir denn den Geist als erstes fragen? Naja, vielleicht sowas wie, wo kommst du denn her? Okay, Moment, geh mal her. Wo kommst du her? Ah ja. Wusel, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, es ist mein Ernst und da gibt es nichts zu lachen. Tja, komm, gib mal her, ich versuch's auch mal. Was soll ich ihn fragen? Ja, er fragt doch, gibt es dich wirklich? Gibt es dich? Der Geist. Na, anscheinend ist mein Gespenstisch besser als deins. Schau doch mal nach, was bitte tu mir nichts heißt. Früher hatten die Menschen für vieles keine Erklärung. Sie suchten nach einer Ursache für Krankheiten, Unfälle oder schlechte Ernten. Geister und Dämonen waren da oft die einfachste Lösung. Und so entstanden die Sagen und Geschichten von Vampiren, Werwölfen oder Untoten. Im Mittelalter waren die Menschen oft nicht sehr gebildet. Nur wenige Kinder gingen zur Schule, Geschichten wurden von Mund zu Mund weitererzählt und dabei immer fantastischer. Wenn zum Beispiel ein Arbeiter auf dem Friedhof komische Geräusche gehört hatte, was auch immer das war, er dachte, die Geräusche kommen aus einem Grab. Dann hat man das Grab geöffnet und der Tote hat ganz anders ausgesehen als bei seiner Beerdigung. Wenn jemand stirbt und begraben wird, verändert sich sein Körper. Das heißt Verwesung. Wir wissen das heute. Dadurch verändert sich manchmal auch die Haltung des Toten im Grab. Die Menschen früher konnten sich das nicht erklären. Und so entstanden Geschichten von Untoten, die wieder aus den Gräbern kommen und die Menschen erschrecken. Ob man sie nun aber Vampire oder Zombies nennt, wir wissen heute, dass das alles nur Geschichten sind.